Robin means business. So, welcome to the third round of the RCCO Race Home Charity Racing Series, and we can see we are in Barcelona. So, after the opening race in Spa-Francorchamps, Monza, we have a different racetrack now. It's a Formula One racetrack. Tom Christensen, our co-host, is with me, as well as Frank Bieler, both very experienced in motor racing, Le Mans, DTM, a lot of things which we have been doing. So, Tom, maybe you can tell us a little bit about Barcelona. I guess you have spent some days there. Barcelona, it's a fantastic circuit. Got a lot of different types of corners. Good rhythm, it's quite abrasive. So depending on what will be decided in terms of tire wear, it is a very hard circuit on tire wear. You need a well-balanced cars to tackle all the different parts of the track. The last sector is very, very slow, whereas the first sector is very fast, and you need commitment, especially corner 8 and 9 coming over the crest of the hill. So a circuit which I look forward to see these great drivers enjoy. So Frank, we have seen a lot of action in the first two races on these classic tracks in Spa-Francorchamps and Monza, a lot of overtaking, a lot of slipstreaming. What will you see today on this racetrack here in Barcelona? I think it will be very interesting again. It's a different layout, of course. There's only one long straight start and finish line or start and finish straight. So there's a good chance to catch the slipstream again and overtake the one in front. But all the other parts are very fluent, one corner after the other. So I guess their overtaking is pretty difficult. They should concentrate on keeping the line and try to do a good lap to be very close to the one in front for the main straight. While we still see the rollout ongoing here in Barcelona, it's a good time to have a look back to the race action in the first two races. Die Hashtag Race Home Charity Racing Series bringt die 6 Audi DTM Werksfahrer mit 6 Simracern sowie 2 Gaststartern zusammen. Und was für eine spannende Show haben die ersten beiden Rennen für die Zuschauer geboten. Es waren Kopf-an-Kopf-Rennen im gesamten Starterfeld. DTM-Fahrer gegeneinander. Teamkollegen gegen Teamkollegen. Real-Life-Rennfahrer gegen die Simracer aus der virtuellen Welt. Der Kampf um den Sieg im Superfinale ging jeweils bis zur Zielflagge. Und bis jetzt ist in beiden Rennen der Sieger des Designwettbewerbs als erster über die Ziellinie gefahren. Können Robin Freins oder seine Audi DTM-Kollegen diese Siegesserie beenden? Das gilt es heute zu klären. Die beiden Abspäloten Nico Müller und Robin Freins haben nicht nur jede Menge Spaß beim Simracing, sie sind auch noch erfolgreich. Beim zweiten Lauf der virtuellen Formel E schafften es die beiden Abt-Piloten am Samstag genauso aufs Podium wie am Sonntag beim ersten Rennen der virtuellen DTM Classics. Und vielleicht schafft einer der beiden ja heute den ersten Sieg im Simracing. Wegen einer Terminkollision nicht am Start ist heute René Rast. Nachdem er in Monza zuletzt schon vor dem Halbfinale ausschied, ein weiterer Rückschlag im Titelkampf für den DTM-Champion, der im Audi-Sport-Team Rosberg vom DTM-Rookie Fabio Scherer vertreten wird. Auch diese Woche sind wieder jede Menge coole Designs für den Audi e-tron Vision Gran Turismo ins PlayStation Network hochgeladen worden. Der Sieger kommt dieses Mal aus Japan. Das Gastauto von WRT pilotiert dieses Mal Langstreckenpilot Dries Fantor. Und auch in Japan heißt es jetzt Hashtag Race Home. Und damit sage auch ich herzlich willkommen zu Runde Nummer 3 am Circuit, die Catalunya in Barcelona.
5 Autos im Grid. Mit dabei Tabellenführer Robin Freins, der steht aber ganz hinten, ganz vorne. Der Gewinner des Design Contest, Saishi Onuma. Andreas Czorsch mit dabei in der ersten Reihe, dahinter Stefan Waschow und Nico Müller. 5 Autos stehen bereit für 3 Runden auf der 4,655 Kilometer langen Strecke mit insgesamt 16 Kurven. Und ab geht's schon ins erste von 3 Qualifying-Rennen. Der Sieger kommt direkt weiter ins Halbfinale und alle anderen haben über Q4 den Hoffnungslauf, die Chance, sich zu qualifizieren. Müller früh in Führung in grün-weiß in seinem Audi e-tron Vision Gran Turismo im DTM-Autodesign an Bord bei Robin Freins, dem Drittplatzierten, der sich da vorbeidrückt an Andreas Czorsch, der bis dahin auf der zweiten Position war. Robin Freins Tabellenführer bei beiden Veranstaltungen im großen Finale mit gewesen, musste sich dann aber geschlagen geben. Einen der Gastfahrer. Saishi Onuma, ein Car-Manager aus Japan, der hier seine Qualitäten zeigt. Sein Rennname Night Racer 7076. Er hat das ikonische Design gemacht, das die DTM-Fahrer ausgewählt haben und ihm damit die Eintrittskarte gelöst haben. Aber zum Renngeschehen. Stefan Waschow auf der 4. Position ist da dicht dran an Andreas Czorsch, dem Drittplatzierten. Etwas abgeschlagen hinten, Night Racer unterwegs, aber das hat nichts zu sagen. Wir sind in der ersten von 3 Runden. Nico Müller hat sich da schon ein gutes Polster zwischen sich und Verfolger Robin Freins gelegt. Auf der Strecke, auf der die Formel 1 seit 1991 zu Gast ist und traditionell die Wintertests fährt. Warum? Auf dieser Strecke kommen quasi alle Kurven vor, die ein Formel 1-Kalender so kennt. Leichter Quersteher und gleich Positionen verloren. Während Waschow der Strafe unterwegs ist. Ein paar Sekunden gibt es da drauf, weil er mit 2 Rädern von der Strecke unten war. Da ist der Blick rein ins Auto von Robin Freins und ins Wohnzimmer des Niederländers, der sehr aktiv ist, was die Sim-Racing-Geschichten angeht. Formel-E-Auto unterwegs, genauso wie im Classic-DTM-Rennen und natürlich auch hier bei Racehome, der RCCU. 2. Position aktuell für den besten der DTM-Piloten, was das Sim-Racing angeht, was das Beherrschen des digitalen Audi e-tron Vision Gran Turismo betrifft. Rückstand momentan 2,2 Sekunden auf den Führenden, auf Nico Müller, den Vize-Champion der DTM-Ausgabe 2019. Müller tobt vorne weg. Hier sehen wir ihn im Bild. Grün weiß. Seine Sponsoren. Er unterwegs im Team Abt Sportsline. Teamkollege von Robin Freins. Also da toben die beiden gerade an der Spitze des Feldes. Hier schauen wir rein beim Führenden. Nico Müller, hier zu Hause am Simulator sitzt. Stefan Waschow, Ingenieur bei einem Porsche-Partner, ehemaliger RCCO-Slotcar-Champion. Andreas Czorsch, den sehen wir hier, Bild-Zeitungsredakteur, entsprechend er im Bild-Design unterwegs. Wir sind schon in der letzten Runde. Czorsch auf der 5. Position. Wie gesagt, der Sieger kommt direkt weiter ins Halbfinale, alle anderen müssen sich erneut in Q4 qualifizieren. Freins nach wie vor auf der 2. Position, hat aber Boden gut gemacht. Schon über eine halbe Sekunde des Vorsprungs abgefeilt. Gerade leichter Fehler in der Kurve. Und schon gab es 2 Zehntel wieder drauf. 1,8 Sekunden aktuell der Rückstand. Zum letzten Mal bergab Passage. Die letzten Kurven. In Spanien, nördlich von Barcelona, die Rennstrecke beheimatet. Ja, Freins scheint nicht mehr ranzukommen. Seinem 815 PS starken virtuellen e-tron Vision Gran Turismo, den Audi ja in nur 11 Monaten konstruiert und gebaut hat, nachdem die Resonanz der Fans hier im Gran Turismo derartig groß war,
dass man in Ingolstadt beschlossen hat, das Auto müssen wir, nachdem es erst nur virtuell da war, auch wirklich auf die Räder stellen. An Bord bei Nico Müller, der sich hier einen ganz klaren Sieg holt im ersten Qualifikationsrennen am dritten, bei der dritten Veranstaltung von RCCO at Home. I did do the quickest lap, though. Well done, mate. Ja. Slipstream, you know. Freins Zweiter, dahinter war schon Andreas Czorch und unser Gastfahrer abgeschlagen, leider auf der fünften Position. I was too scared that you would pull away into this. Thanks a lot, guys. This was quite a dominant victory of the two Abt guys, with Robin starting from the last position as the championship leader. And I think he was asking the same question as last time, why I am starting last, because our rules say the championship leader has to start last in this qualification race. But still, he worked his way up to second place very quickly, Tom. So this was Robin again, like we have seen him in the first races. It was very interesting, the first part of the of the race. I mean, Nico got away very cleanly, and Frenz was up to second quite early. But those two, they were very controlling and at a very high pace, both of them. You could see Robin was a bit frustrated. He couldn't close on Nico, who did an extremely good job and won deservedly. So I look forward for further races today. Nico, it's working quite well for you at the moment. You had very good races in Formula E on Saturday and in the Classic DTM on Sunday. And now back again here, very, very far in front. Will it be the first victory today? I hope so. No, I mean, we will see. I mean, it's mainly about the fun, and we're having a lot of fun. I hung myself onto the tail of Robin during the weekend in the Formula E and the DTM races and learned from him. So, it's cool to battle out on track against guys I usually only meet on the real racetrack. So, having a lot of fun, but we all want to win in the end. When it's about competing, you always have that desire to win, and I'll try definitely today to make his life hard, and there will be some other guys fighting for the win for sure. So, let's see. So maybe you have to give some lessons to Lucas de Grassi and Daniel Abt, who were struggling a bit in the first race in the Formula E, Nico. Well, I mean, obviously it's anyway different to reality. You cannot really blame anyone if he doesn't take it too seriously and maybe doesn't invest a bit of time in practicing, because in the end that's what you need. Yeah, you always have to give yourself time to adapt a little bit, but we'll see. I mean, some take it a bit more seriously than others, and anyone how he likes it. Frank, can you see the improvement of Nico, and especially of Nico starting from the first race and now to the third round? Definitely. It was a very impressive performance in the first qualifying now. And you can easily see that they are more clean, more precise, more fluent. So it's getting better and better. And then also overtaking is more difficult. I mean, in the first few races, we saw a lot of position changes because people were doing mistakes. And with more experience, less mistakes, it's getting more tough to catch the other one. Yeah, this is, of course, not so easy for our guest drivers. We had two victories of the guest drivers in the first two races. But, of course, with the experience gained by the DTM drivers especially, this could be very, very difficult now from onwards to the next races. So let's see what the guest drivers are all about and how you can participate yourself in this championship. Wer einmal selbst bei Hashtag Race Home gegen die DTM-Stars von Audi antreten möchte, hat drei Optionen. Nummer 1, der Design Contest. Jede Woche wählen die DTM-Piloten das coolste Design aus. Der Gewinner darf am Rennen teilnehmen, so wie heute der Japaner Seiichi Onuma. Option Nummer 2, das WRT-Gastauto. Wer es fahren darf, bestimmt das Team der Audi Motorsportkommunikation. Zum Beispiel Sandy Salvik, GT3-Champion aus Thailand, der in Monza aber Pech hatte, als sein Auto am Start stehen blieb. Heute ist Dries Fantor an der Reihe und auch bei den nächsten Rennen sind spannende Namen mit von der Partie. Last but not least die Auktion. Das dritte Cockpit kann jede Woche über die Hashtag RaceHome-Website ersteigert werden. Und das muss nicht teuer sein. Das Mindestgebot liegt bei 50 Euro. Dass die Erlöse für einen guten Zweck sind, versteht sich von selbst.
Und damit sind wir direkt in Q2 mit dabei. Dries van Thor auf Pole Position, der Sieger der 12 Stunden von Bathurst 2018 zusammen mit Robin Freins. Mit dabei der RCCO Slotcar, Rekordchampion Thomas Vogt, Jamie Green, Loic Duval und Mike Rockenfeller. Die fünf Autos im Grid. Wieder sind es drei Runden. Wieder in Barcelona. Wieder die 4,655 Kilometer mit ihren 16 Kurven. Und wir sind gespannt, wer als erster über die Linie fahren wird, während die Ampel auf grün springt, sprintet das Feld gleich los in Richtung der ersten Kurve, genannt 11. Dann geht's weiter durch Renault. Der Name der zweiten Kurve. Come on, Rocky. Was? Nach oben, das Feld noch richtig eng zusammen. Dries van Thor gut weggekommen, hält da vorne wacker mit seinem e-tron Vision Gran Turismo. Die Führung, dahinter auf der zweiten Position, das sehen wir hier gerade schön aus der Perspektive von Mike Rockenfeller, der genauso wie alle DTM-Piloten in ihrem DTM-Design unterwegs sind, in dem Fall dem Twinbush Audi e-tron Vision Gran Turismo, im Fall von Mike Rockenfeller. Jetzt sind wir mit Loic Duval unterwegs, der im letzten Jahr seine beste DTM-Saison bislang hingelegt hat. Das ist der Blick ins Wohnzimmer des Franzosen. Only for four corners. Auf der vierten Position. Beobachte da angestrengt das Geschehen. Auf dem Monitor drückt sich vorbei an Mike Rockenfeller. Und wir Platz nehmen bei Jamie Green. Es momentan nicht schafft, ranzukommen an Dries van Thor. Ja, come on! Der Sieger auch der 24 Stunden vom Nürburgring 2019, der den Audi VIP-Platz hier bekommen hat, im WRT Audi e-tron sitzt. Mr. Race Director, Loic, we need a race director. I'm sure you and me, we have a yellow car. Position. Mike Rockenfeller freut sich. Kleine Rücksprachen mit dem Renndirektor, dem fünfmaligen Le Mans-Sieger, mit Frank Bieler, der sich das Geschehen auf der Strecke da mit Argus-Augen anschaut und nachträglich mögliche Strafen aussprechen kann. Rockenfeller 2 Sekunden zurück auf Jamie Green, den Zweitplatzierten, der wiederum gute 2 Sekunden auf Dries van Thor zurückliegt. Der Belgier immer noch in Führung. Hier schauen wir nach Belgien ins Wohnzimmer von Dries, während er da souverän vorne den WRT Audi um den Circuit di Catalunya steuert. Wir sind in der zweiten von 3 Runden. Mike Rockenfeller versucht wieder, ist dran an Jamie Green, aber lässt es da kurz wieder abreißen. Jetzt hartes Anbremsen, dann nach links. Die Bergabpassage im richtigen Leben. Es ist da sehr windabhängig. Der Wind kann hart drehen im Lauf des Tages. Und die Autos reagieren dann vollkommen anders, Kurve für Kurve. Computer-Simulationsmodus spielt das Ganze nicht so die Rolle. Während Mike Rockenfeller hier dran ist an Jamie Green und sich auf der Innenbahn durchdrückt und damit auf die zweite Position nach vorne kommt. Oh, I think Jamie nimmt es sportlich. Push. Ja, ja. Jetzt reingehen in die letzte Runde. Versuchen die beiden DTM-Asse den führenden Dries van Thor da vom Thron zu schubsen, weil momentan hat er die Eintrittskarte auch direkt gelöst für das große Halbfinale. It's quite stressy with the controller, to be honest. It's yeah, don't tell me you are einige Jungs fahren mit Controller, unter anderem Loic Duval. I know. Aber die meisten sind schon so professionell unterwegs, dass sie am Lenkrad sitzen können. Haben wir ja unter anderem beim führenden Dries van Thor gesehen. Jamie Green, der versucht hier, aber beißt sich irgendwie die Zähne aus am zweitplatzierten Mike Rockenfeller. Liegen nur ein paar Zehntelsekunden auseinander. Momentan 4 Zehntel, die zwischen den beiden liegen. Jamie kommt da nicht so richtig ran an Mike Rockenfeller, den momentan Zweitplatzierten. Thomas Vogt abgeschlagen auf Platz 4. Oh, leichte Berührung. Hey Jamie, hello again. Leichten Eck klopft Jamie Green mal kurz an bei Mike Rockenfeller.
I was just waiting. Während Dries van Toort mit 2,5 Sekunden Vorsprung dem Feld vorweg eilt und jetzt in Richtung Start und Ziel einbiegt und sich den Sieg holt in diesem zweiten Qualifikationsrennen am Circuit in Barcelona. Vor Mike Rottenfeller, Jamie Green, Thomas Vogt. I think it's easier with the control, to be honest. Last but not least, Loic Duval, der Franzose. Hey Loic, we need to have a talk. So, we've seen another guest driver winning a race here at Race Home. Dries, have you been practicing the whole afternoon? No, I've been practicing like 15 minutes. When I got the car and everything, I decided I did some laps. But yeah, it's big fun and looking forward to the next few races already. I guess you're not new to sim racing, but maybe new to PlayStation. Well, not really. I'm still young, but when I was a bit younger, I played a lot of PlayStation and I also actually played Gran Turismo as well. So I'm familiar with the game, but it's been a while since I've played this game. So Tom, quite an impressive drive from him. Yeah, very impressive. I enjoyed it. He was simply just from the word go, a good start. He benefited a little bit from the competition or the fights between Rocky Green and Duval on the opening lap, but nevertheless, he just kept making the gap bigger. So very impressive performance by Dries, absolutely. And Frank, there were some team internal battles between Loic and Mike, and he was calling for the race director. What can you say about this? Yeah, it was a bit close, and Loic is, I think, one of the aggressive ones, as we know. Not only in real racing, also in sim racing. So he was touching Rocky a little bit, but then a few meters later, he went wide anyway, and Rocky could pass him again. So that's why I did not give a real warning there. But I think they should be careful, because I mean, sooner or later, we have to come to the point where we put some warnings and yellow cards and so on. So please behave, guys. Be careful. Yeah, so three DTM riders have been in this race, and we asked them after the last round what was their best moments of Race Home so far. There's been some cool designs, so it's interesting to see every week. And it's also quite cool that so far the winners of the events have both been guests, not professional racing drivers, but clearly people that spend a lot of time doing Gran Turismo. My best racing scene so far was Spa, was the final. I was racing against the fan who won the designer contest. We were side by side for basically the whole lap, so it was really fair, hard racing. It was super clean from the start until the finish line. Very cool racing. At the end, the guest driver won the race, so that was also cool to watch. Both finals have been pretty nice, you know, side by side and quite close in terms of performance, so that was cool. But my personal one in terms of racing, I think the semi-final in Monza, when during two or three laps we've been together with Robin and Nico, really side by side, changing position. It was a pretty fair one, a clean one, which is not easy on the PlayStation. For the whole six laps, pretty much, we were changing positions, sector by sector, corner by corner nearly, banging wheels, having some slight contact, but the racing has always been very fair, and it was a lot of fun. Und damit sind wir direkt in Q3. Hier stehen die fünf Autos mit dem Gastfahrer Christian Reinl, der 25-jährige Schweizer, der sich hier reingesteigert hat über die Hashtag RaceHome Auktion. Das könnt auch ihr machen, könnt hier mitfahren. Dann haben wir Fabio Scherer dabei,
der im Auto von René Rast sitzt, der heute leider wegen einer Terminkollision verhindert ist. Der 20 Jahre alte Schweizer, der im WRT-Team in der DTM startet. Und los geht's schon. Bettina Schuller auf der 3. Michael Niemers genauso wie Björn Skotke mit dabei. Und 3 Runden sind auch hier angesetzt. Da geht das Feld rein in Kurve Nummer 1. Christian Reinli hat die Nase vorn. Der Schweizer aus Amriswil, der Hobbysegler, der hier sein Geld gespendet hat für die Race Home Charity Auktion. Tolle Sache, da könnt auch ihr mitmachen. Einfach auf racehomercco.ag nachschauen, mitsteigern und möglicherweise seid ihr beim 4. Event schon mit dabei. Fabio Scherer, souveränes Ding. Der Schweizer hat sich da in Führung gesetzt. Niemers auf der 2. Position. Der ist aber dran. Da liegen nur einige Zehntel zwischen den beiden. Mal schauen wir kurz zu Michael Niemers. Fabio Scherer mit Penalty. Muss er aufpassen, nicht zu weit von der Strecke. Sonst wirft er sich Michael Niemers zum Fraß vor. Hier wird das Auto auch transparent, dass er ihm nicht im Weg steht, wenn er seine Strafe absitzt. Und in dem Fall geht Niemers direkt in Führung. Da kommt der Konter. Das vor der letzten Kurve, die Doppel rechts New Holland. Kurve Nummer 16 hier am Circuit, die Catalunya. Und Niemers hat und behält die Nase vorn. Scherer ist aber dran. Hier sind wir mit dem Führenden unterwegs. Da hinten jetzt beim Anbremsen auf Kurve Nummer 1 könnte er zuschlagen. Die beste Überholmöglichkeit hier auf der Strecke. Bettina Schuller, die einzige Lady im Feld, finden wir auf der 3. Position vor Scott G. Hey. Was soll denn und das? Christian Reinli, der zurückgefallen ist auf die 5. Position. Ganze aus Sicht der Lady Bettina Schuller im blauen Design auf der 3. Position momentan unterwegs. Sie ist dran am Zweitplatzierten. An Michael Niemers. Kommt da innen weit auf die Curbs. Muss korrigieren. Das macht natürlich auch nicht schneller. Das Feld schiebt sich zusammen rund um die Positionen 2, 3 und 4. Auch Scotty ist da wieder mit bei der Musik, während Fabio Scherer auf und davon ist an der Spitze. Na gut, 1,2 Sekunden abnehmend. Niemers ist auf der Mission, der will direkt den Einzug haben ins Halbfinale. Der Blick rein bei Fabio Scherer, so schaut er aus, der neue Mann im belgischen WRT-DTM-Team. Den ersten Test absolviert in Jerez im Herbst und er freut sich natürlich drauf, wenn er zum ersten Mal den Vierzylinder-Turbomotor in seinem RS5 DTM starten darf. Aber bis dahin gibt's Race Home. Und alle DTM-Piloten, zumindest die von Audi, sind damit beschäftigt. Wieder der Blick aus dem Auto von Bettina Schuller auf Michael Niemers, den Zweitplatzierten. Zieht er schon mal raus, positioniert sich beim Anbremsen. Aber für einen Move reicht's nicht. Fehler von Niemers. Davon kann Bettina Schuller allerdings nicht so richtig profitieren, wenn gleich der Abstand kürzer wird auf den Zweitplatzierten. Aber das spielt natürlich Fabio Scherer in die Karten, der sich da vorne absetzen kann auf Führungsposition. Niemers konzentriert, pariert er die Angriffe von Bettina Schuller. Und Scotty auf der 4. Position in Gelb. Hinter im Bereich des Bildes sehen und zu weit raus kommt Michael Niemers und verliert gleich 2 Positionen an Bettina Schuller und an Scotty. Beide durchrutschen. Schuller jetzt auf der 2. Position und damit macht sie Jagd auf den 1,8 Sekunden vorne liegenden Fabio Scherer. Eine halbe Runde noch zu gehen. Ein paar Kurven trennt das Feld noch von der Ziellinie. Wir sind unterwegs mit der 2-Platzierten. Schuller hier in blauem Gewand. Fabio Scherer vorne auf und davon ist. Leichter Fehler noch von Bettina. Die ist da von der Strecke gekommen. Den Rebound
nicht richtig pariert und auf der anderen Seite runtergerutscht. Scotty damit neuer Zweiter. Niemals auf der 3. Christian Reinli auf der 4. Und das ist der Sieger. Das ist Fabio Scherer, der sich den ersten Sieg hier holt bei Race Home. Vor Scotty, vor Michael Niemers, Christian Reinli und Bettina Schuller. Nach dem Fehler ein paar Kurven vor Ende ist sie ans Ende des Feldes durchgereicht worden. There was quite some action ongoing in this race, and we saw a lot of passing, a lot of gravel moments, and one scene particularly, there was some complaint from Michael Niemers. Frank, what can you say as a race director? The thing is, I only saw it from very far behind, so we have to keep an eye on it, and maybe we can check it again, but it looked really very, very close, and but I could not judge who was pushing who. So maybe we have to rely on what people say. So, and then we have to take a decision. It's definitely, I mean, we saw the first two races very clean and even overtaking with no problems. So that's what they should have in mind. And even though it's sim racing, we have to behave well and try to do clean overtaking. So let's see what we have to decide there. Fabio, same thing Michael was complaining about you, about this attack and this contact there. In turn one, maybe you can explain what happened there. He was waving quite hard actually, and then I got to the right side, and then I didn't have too many space, and I braked, was small contact, and that's it. So difficult to say more about it. So Tom, that's a typical racing driver explanation. It's on the first page, absolutely. I think the race in general was very good. You saw that obviously with the mix of drivers in this Q3, you saw some people overdoing it a bit, and actually they were up to third, they were up to second, and then they got back to third or fourth again, and vice versa. You could see they're overstepping it a little bit. So I'm sure there will be the people progressing. There's also some who will be pretty sad about not progressing, as it looked like they have the opportunity to do it. So a lot of things happening, but Fabio deserved winner, even though that you will still have to get him at the table with Frankie later, maybe. No investigation. An investigation, but the rules of our series say it's a bit like soccer, so you get a yellow card for a thing like this, and if you have three yellows, this will get your result away. And what is typical for this Race Home series in RCCO is that we see real racing drivers mixed with, let's say, hobby racing drivers, or normal, we have it in slot car in RCCO. Since 30 years, we have been racing in slot cars with cool slot racing drivers and a lot of professional racing drivers. Have a look. 1991, als Redaktionsmeisterschaft von Rallye Racing gegründet, ist die RCCO heute die wohl am längsten existierende und bekannteste Slotcar-Rennserie der Welt. Die RCCO vermittelt seit 30 Jahren Spaß an der Elektromobilität im Maßstab 1:24. Saisonhöhepunkt ist ein 24-Stunden-Rennen in der Autostadt in Wolfsburg mit prominenten Gastfahrern. Im realen Rennen fühle ich mich ein bisschen sicherer, weil ich da zumindest denke, dass ich das einigermaßen kann. Hier würde ich sagen, muss ich das noch beweisen. Also es ist nicht einfach. Die große, kleine Rennserie versteht sich als Networking-Plattform mit einem engen Bezug zum realen Motorsport. Viele prominente Rennfahrer haben sich schon am Drücker versucht. Unter anderem Matthias Ekström und ein damals noch sehr junger Sebastian Vettel. Das seit 30 Jahren bewährte Konzept hat die RCCO nun auf das Simracing übertragen. Zunächst in der RCCO eSport Series. Dabei soll es nicht bleiben. Die Macher der RCCO noch größer. So 30 years of RCCO slot car racing this year, many victories for Frank Bieler. He took 5 victories in the 24 hours
of Hamburg with the little 1-to-24 scale slot car. At the moment, this series is on hold as well as all the big racing series because of the coronavirus. And that's a good thing that we have this eSports series here, the RCCO eSports series, and of course this great Race Home series. And we are keen now and eager to see what's happening in Q4. Und damit sind wir mit 12 Autos in Q4, dem Last Chance Qualifying. Diesmal 6 Runden mit 12 Autos und die Top 3 kommen weiter. Mit dabei Robin Freins, Mike Rockenfeller, Scotty. Hier schauen wir rein bei Robin Freins, der hier vorne in Blau auf der Pole Position steht. Der Tabellenführer. Oh, hey. Okay. Reinli, unser Gaststarter, sind mit dabei. Ab geht's. 6 Runden. Rocky, Superstart hingelegt und zieht dem Feld gleich davon, aber steht unter Druck von Robin Freins. Alles noch sehr eng zusammen. Das der Blick auf Positionen 3 und 4. Scotty und Green, die sich hier battlen in die dritte Position. Vorne tobt der Kampf an der Spitze. Robin Freins gleich auf mit Mike Rockenfeller. Bessere innere Linie. Und damit der Aral Ultimate Treiber, der Holländer, wieder in Führung. Rocky auf 2, aber der lässt sich abreißen. Macht direkt Druck weiterhin auf seine DTM-Kollegen. Rocky, ja. Einer der beiden Geschäftsführer. Hashtag Race Home, der RCCO AG, der Champion in der DTM von 2013, zeigt hier seine Qualitäten gegen den erfahrenen Simracer Robin Freins. Auf 3 aktuell Scotty, dann Green, Niemas Vacho auf den Positionen 5 und 6 dahinter George und Duval. Sorry. Weitere Linie von Freins und dann gibt es gleich eine Berührung an der Spitze. Green relativ allein auf weiter Flur. It's just a kiss to say hi. Now I have a kind of a toe, I would say. Zum ersten Mal fliegend über die Ziellinie. Freins noch in Führung, aber aus dem Windschatten kommt Rockenfeller angeflogen und setzt sich dann gleich daneben in Kurve Nummer 1. Beste Überholmöglichkeit und da geht Rockenfeller in Führung. Damit Freins nur noch auf der zweiten Position. Scotty dahinter. Come on, Rocky. Yeah, let me try a lap. Und I followed you for a lap. You feel the pressure or what? Yeah, I'm a bit nervous. Oh. And come on. Und da kommt der nächste Angriff von Robin Freins. Leichtes Anklopfen bei Rocky. Einem Twin Bush Audi e-tron Edition Gran Turismo. Yeah, maybe we should go, that's what I'm saying. Auto beschleunigt im Übrigen von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Man, you're slow. Nur bei Elektromobilität oder bei Supersportmotorrädern. Come on, Rocky. Führung. I'm not attacking you, dran. Hinter eine Lücke von 1,5 Sekunden auf den drittplatzierten Jamie Green. Gehen wir rein in die letzte Sektion. Enge Kurve. Dann wieder runter in Richtung Start und Ziel. Die Doppel rechts. Und hier kommt der Angriff von Michael Niemers auf den drittplatzierten Jamie Green. Ja, er wollte aber ein bisschen zu viel. Und Stefan Vacho drückt sich da vorbei. Wenn ich das richtig gesehen habe, kommt aber seinerseits auch etwas weit raus. Einige Strafen, die da hinten vergeben werden, immer zu sehen an der Zeit, die da in Rot runter tickt, aber Rockenfeller in Führung. Dahinter Robin Freins. Abstand von 0,2 Sekunden und das gleiche, was Rocky gemacht hat, eine Runde zuvor, macht jetzt der Niederländer. Robin Freins geht damit erneut in Führung. Der DTM-Pilot aus dem Hause Audi, der zweigleisig unterwegs ist oder wäre normalerweise, nämlich in der DTM und auch in der Formel E. Im Envision Virgin Renner, dem Kundenteam von Audi Sport. Abt Schaeffler in der Formel E. Letztes Jahr seinen ersten Sieg in Paris gefeiert in der Formel E. Und auch
in der DTM. Lief es ganz gut im letzten Jahr. Dann stand er zweimal innerhalb von gut 8 Tagen, zweimal ganz oben auf dem Podest. Erst in Paris und anschließend bei der DTM. Aber das jetzt die Heckkamera von ihm auf Rockenfeller, der da 0,4 Sekunden hinter ihm unterwegs ist. Aber momentan so nicht so richtig den Weg an ihn ran oder vorbei findet. 0,7 jetzt schon. Der Abstand aber schmilzt wieder zusammen, während die beiden da in Richtung der letzten Kurven unterwegs sind. Niemals der Viertplatzierte. Da schauen wir wieder auf die Spitze. Robin Freins. I'm still in your Rockenfeller, das Duo, das hier auf Platz 1 und 2 unterwegs ist. Maybe try to optimize the softer setup, Mike. So relevant. Okay. Hier erneut der Rocky geht vorbei an Freins. Maybe just soft schon gesagt, springs die Top 3 kommen roll, weiter. Es wäre momentan Rockenfeller, Freins und die Reihenfolge des Zieleinlaufs entscheidet natürlich über die Startstelle im Halbfinale. Gleich mit 6 Autos. Ja, aber dein ist Phoenix, nämlich die Gewinner von Q1 bis Q3. Müller. Schweizer DTM-Pilot, der als erster regulärer DTM-Fahrer direkt den Weg ins gesichert haben. Wie gesagt, die Top 3 dieses Hoffnungslauf, die schließen wir hinten in der Startreihenfolge an. Strafe hier für Loic Duval, den momentan 6. Platzierten. Sein Rückstand 9 Sekunden auf die Spitze. Da kannst du so eine Strafe natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Hi, everyone having the same steering wheel, apart from der dem anderen nicht im Weg steht, wenn er da ein bisschen härter auf die Bremse geht als die Kollegen. Rockenfeller und Freins, die hier den Sieg unter sich ausmachen heute am Circuit di Catalunya. Jamie, you, yeah, just for in Runde 5 von 6. Wow, 2 Sekunden trennen die beiden. Rocky schmeißt schon mal die Tür zu und hält sich in dagegen, aber Freins drückt sich trotzdem durch in Kurve Nummer 1. Die beiden jetzt gleich auf. Rocky drückt sich aber wieder vorbei am Niederländer und behält die Nase vorn. Freins kurz über die Schulter aufs Lenkrad, wie er auf der Innenbahn vorbeigeht an Rockenfeller. Da kommt der Konter erneut. Tolles Racing, was wir hier zwischen den beiden sehen. Und vor allem richtig fair geht's hier zur Sache. Ein paar Zehntel nur, die die beiden trennen. Jenny Green auf Position 3. Schon deutlich abgeschlagen. Können wir rechts oben an der Streckengrafik gut sehen. Oder jetzt im Bild Hintergrund. Der Brite kam auf der 3. Position, aber ja, Rocky versucht's wieder. Kommt da mit ordentlich Überschussgeschwindigkeit an, aber es reicht nicht, um auf der Außenbahn vorbeizugehen. Geht da spitz in die Kurve rein. Und wir sehen's am Gesicht von Rocky. Also es macht durchaus Spaß, hier jetzt anzugreifen. I will talk to Tom, maybe he can be my engineer for the next round and do some setup. Möglicherweise ganz Tom Christensen, der Ingenieur sein, sagt er gerade. Und Tom antwortet, ja, genau diese Kurve in Barcelona ist die schlimmste, die es gibt. Und damit gehen wir rein in die letzte Runde. 6 von 6. Gleiches Bild an der Spitze, die beiden gleich auf. Diesmal Rocky auf der Außenbahn. Aber da sehen wir noch einige schöne Manöver zwischen den beiden. Green 4,5 Sekunden mittlerweile zurück auf der 3. Position. Aber nach aktuellem Zwischenstand würde genau das reichen, um ins Halbfinale zu kommen. Is that the ideal line, Robin? Yeah, it's just okay, picking up rubber, you know, for the weight. Weight distribution. Also ein bisschen Gummi sammelt er da auf, damit das Auto am Ende nicht zu leicht wird, sagt Robin Freins. Aber ja, toll, was wir hier mitkriegen. Schön, wenn die Jungs miteinander sprechen können während des Rennfahrens. Was ist ja in der Realität so eher selten. But I lost it. Mann!
So, auf der Gegengeraden. So don't say sorry. Oberen Streckenteil. Yeah, you're right. Ja, und bei Grockenfeller hat es da abreißen lassen. Yeah. If you touch or not. Kommt aber auf der Bremse wieder ran, an die Niederländer. Ja, this I recognize. Aber es sollte es gewesen sein. Well, für den Tabellenführer Robin Freund. Noch it's zwei like Kurven, die ihn hier trennen von seinem Erfolg. Und direkten Einzug mit dem Sieg im Last Chance Qualifier. Den Einzug ins Halbfinale. Den sichert er sich. Rocky wird Zweiter. Good job, Robin. Damit ist auch er im Halbfinale mit dabei, genauso wie Jamie Green. But you alle anderen hatten me. Leider Pech und können es bei der vierten Veranstaltung erneut probieren. Wir freuen uns auf ein spannendes Halbfinale mit Müller, Fantor, Scherer, Freins, Rockenfeller und Jamie Green. Wow, another cool race here in Q4 with Robin Freins and Mike Rockenfeller fighting almost the whole race distance. Really clean racing, Tom, wasn't it? It was very good, very impressive. And just the talk they had and the concentration at the during the whole race, they were very, very close. They changed places quite often. And just towards the end, it looked like Robin was getting the upper hand and Mike on the last lap tried a late brake maneuver, which actually cost him a few car lengths. But that was the most there was between them throughout the entire race. So very impressive performance by both of them. They're really getting into it. And they start to feel similar things like what they do when they're racing in Barcelona, like corner 12, and the way that when they are defending, and Robin is very good at both in defending and certainly also to put fast lap times in. So he has shown again, he is the man to beat in this championship. Robin, are you the man to beat? Well, very hard to say. I mean, it's been very close with Rocky the whole time. I couldn't really pull away, and was good battling with him. Always very fun, very very fair. So it's definitely not over. And every little mistake you do, you get penalized straight away. So it's going to be difficult. So into the semi-final now, Robin Freins. Frank, this was a race battle. What you like as a race director? Very clean, very tough fighting for P1. So that's what we want to see. Absolutely perfect. Mike, how was it from your point of view? It was like Robin said. He's really good in this game, and I'm trying to improve. I have two kids, so it's a bit more difficult for me to practice. I think Robin is trying to make two kids, so maybe he's also busy. But definitely, he's really fast. So I'm having fun, and it felt just like in the real race when we were battling. So hope to battle more times in the real car with Robin, because it's always a lot. Herzlich willkommen zum Halbfinale. Sechs Autos, drei Runden stehen an. Und die Top 2 kommen weiter ins große Superfinal. Dabei Müller, Fantor, Scherer, Freins, Rockenfeller und Green. Und hier sehen wir Nico Müller, der sich auf den Start konzentriert. Wenn die Ampel ausgeht, geht es los. Dreimal um die 4,655 Kilometer. Ab geht's. Dries Fantor da ein bisschen gezuckt vorher. Weiß nicht, was unser Rennleiter dazu sagt. Aber Müller in Führung erstmal. Fabio Scherer. Okay, der Zweitplatzierte. Dann Freins, Rockenfeller, Green. Und Dries Fantor ganz hinten im Feld. Der Sieger der 24 Stunden 2019. Robin Freins bei der Lenkradarbeit auf der dritten Position. Oh, und ein bisschen what the fuck, man? Dran an den Zweitplatzierten. Who was that?
Fabio Scherer fällt zurück auf die zweite Position, auf die dritte sogar. Rockenfeller drückt sich noch durch. Dries Fantor jetzt auf drei. Dahinter Fabio Scherer, Jamie Green und Nico Müller auf 4, 5 und 6. Freien souverän in Führung erneut. Der Mann, der schon zweimal im Superfinal dabei gewesen ist. Der Blick auf Dries Fantor. Auf Platz 3 liegt er momentan, während hier einige Autos weit abseits der Strecke unterwegs sind. Die Top 3 halten sich auf dem Asphaltband. Freins in Führung, 0,6 Sekunden vor Mike Rockenfeller. Hier hart konzentriert auf den Monitor schaut. Always Tom. Tom Christensen sagt, er soll doch mal grinsen, das macht er sofort. Die Kamera. Bisschen Zeit zum Durchatmen gibt's hier auf der langen Geraden auf Start und Ziel. So, mal sehen, ob wir die gleichen Manöver wiederbekommen, wie wir die vorher hatten. Und Rocky ist dran an Robin Freins. Ja, ich habe neue Breakpads für die Race now, so. Okay. Dann gibt's den Kampf noch um die Position. Nummer 2, Dries Fantor ist dran an Mike Rockenfeller. I know, I'm watching. But you know, the guy in front needs to go a bit Rocky faster. Kommt wieder ran an Robin Freins, der sich souverän in Führung hält. What do you think I'm trying? Spielt da sein ganzes Talent aus. Dries Fantor kommt von hinten an Mike Rockenfeller ran. Das macht natürlich nicht unbedingt schneller. You also have to smile a bit, Dries Fantor. Wenn man dabei am Führenden vorbeikommen will. 0,2 trennen die beiden noch. Aber auch Dries Fantor lässt sich abreißen hier auf der dritten Position. Nico Müller, ja, der fuhr da gerade noch ins Bild, aber da vorne kommt der Angriff von Mike Rockenfeller gegen Robin Freins, der eine Strafe bekommen hat. Und davon profitiert natürlich nicht nur Rockenfeller, sondern auch Dries Fantor, aber nicht so richtig. Freins hält sich da doch wacker auf der zweiten Position. Dann wir reingehen in die dritte und letzte Runde. I'm trying! What happens if I can I push somebody on the straight or not? Oh, no, 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 no. In Führung. Freins auf der Außenbahn. Reicht aber nicht, um vorbeizugehen. Engine overreft. Und hinten nur 0,2, 0,3 Sekunden zurück. Lauert Dries Fantor auf der dritten Position auf seine Chance. Möglicherweise jetzt noch im Verlauf dieser Runde. Knapp 4 Kilometer trennen die Jungs noch von der Ziellinie. Auf der Innenbahn kommt Freins. Und Dries lauert dahinter. Auch Nico Müller hat wieder aufschließen können. In grün-weiß ist der Schweizer dran. Am Führungstrio, wenn man so will. Wartet auf seine Chance. Will natürlich auch zum ersten Mal selbst einziehen ins große Superfinale. Und dann in einer Runde um die 10 Meisterschaftspunkte gekämpft wird zwischen nur zwei Protagonisten. What? Zu viert kämpft man jetzt um die Führung. Nico Müller kommt da einmal durch und schubst mal Rockenfeller an. Setzt sich damit in Führung. Fantor neben der Strecke. Robin Freins auf dem Schotter unterwegs. Nico Müller damit jetzt in Führung. Und Dries Fantor, der Zweitplatzierte. Der Gaststarter im WRT Audi, der Audi VIP. Hier. Ja, wie auch schon in den beiden Läufen zuvor gesehen haben. Der Gaststarter zieht ins Finale ein. Aber was neu ist, im Finale ist Nico Müller mit dabei. Das wird noch ein paar Diskussionen geben. Frank, is that aggressive? We call it aggressive or not? I don't know, I didn't push the race, but... Maybe we should do it again, because it's not fair. I'm in, we can do it again. It's I got pushed off. All good, guys. Again. It is what it is. I think I deserve the final, but it's okay. Robin, you and me, huh? Yeah, exactly. See, we're always fair, and then two other people come.
What did I do to you, man? Stop complaining. No, you nothing. I got pushed off, and then I was on the grass, so I can't know where to go. Sure, man, sure. Watch the replay. Wow, that was close racing here in the semi-final, how we expected. It's really, really cool racing. Sometimes a little bit over the edge. There were some contacts which were not so okay. Frank, I think we will see some yellow cards when we do the review of the race, isn't it? Yeah, I'm pretty sure we will. I mean, there were four cars battling for first place, actually, or for the first two. I mean, two people are going to the final. So I mean, Nico was a bit hard. I think he was very late on brake. He was passing two guys and then touched Rocky in the back, so in the rear. So I think that must be a yellow card. But let's see what we can see in the reviews, and then we have to take a decision. It's tough because they're all so close and fighting very, very hard. So difficult to take decisions, to be honest. Tom, how did you see this race? Nico was a bit unlucky in the beginning of the race when he got touched by another car. Yeah, it was. Already at turn four, Nico was touched in the back, no fault of his own, and had to go to the gravel and was last. And he made a phenomenal comeback. And on the last lap, he managed to get into it. It was a four-car fight on the last lap with the leader of Rockefeller, with Fringe and Dries van Thor third, until corner 10. And into the braking on the back straight, he overcooked it a little bit. At the same time, Rocky was defending from Robin, and then it all became chaos at that point. And I closed my eyes for some seconds and saw the finish was not at all like it was going into corner 10. So anti-climax to this race. This was a little bit DTM style, Nico. We've seen things like this happening in DTM on last lap decisions. How was this last lap for you, Nico? Yeah, as Tom mentioned, I had some catching up to do. And I just managed to catch the three guys in the front in turn 9. And then they were going into turn 10, 3 wide, and I was trying to find that gap and didn't manage to slow the car down as I wish I could. And I touched Rocky slightly in the back. So if Frankie does want to give me that yellow card today, I'll take it. It's worth a final. So sometimes you need to take the blame, and I'm ready to do that today. Now, as a pole sitter, you have the chance to describe the track to us, so you can do one additional lap describing this track in Barcelona. But before this, please tell us a little bit about your headphones. They're looking really like out of space with this lights on left and right side. Where are they from? From Formula E, actually. I'm not probably not. I shouldn't talk too much about it, but no, it's I don't know. They look fancy. They work. The microphone somehow doesn't, so I pulled it out. But at least I have sound, so that's what they're for. Yeah, so some technical issues with all this setting up here for the sim racing. So Nico, please enter the track. Yeah, so we're exiting the pit lane. The grandstand on the left-hand side on the main straight is very, very impressive, and it makes for a very impressive sound spectacle as well when the cars drive by. Extremely loud and reflecting that noise to the pit lane area. So already being there is very exciting. Turn one, a very fast and flowing S leading into an extremely long right-hander. Turn three, in this car here, it's a lift. In high downforce cars, it's nearly flat. A lot of G-force on the neck. Heartbreaking into turn four. Also that, a very long right-hander. So the right-hand neck muscle is suffering a lot. It's a bit slower than turn three, leading into a downhill left-hand hairpin, falling away a bit, so a lot of understeer usually. You can use a bit of exit curb there. Then we go into this left-right-hand sweep. Easy to run a bit too wide on exit and hit that sausage curb there. The floor of the race car doesn't like that. Turn 9 is a very impressive corner, very fast. It's pretty blind on turning, so you don't really see where you're going.
Then up towards the last sector, which starts with a big braking into turn 10, my favorite corner from the semifinal, a tight hairpin leading up to a left-hander, which is nearly flat into a long right-hander. Nobody really likes that corner. It's a bit of a pain. A lot of understeer, the car doesn't really want to turn. And then we go into the new section of the Barcelona track, this slow chicane, which should pack up the field a bit to allow some overtaking after when we go on back on the main straight, carrying as much speed as possible, and that's the lap. Thank you very much, Nico. So let's see who will win the super final, the shootout. One lap decides who is the winner of this third round of the RCCO Race Home Charity Racing Series. Both are looking very strong. They're very close, so good luck. Eine Runde jetzt in diesem großen Superfinal auf dem Circuit. Die Catalunya, die Entscheidung zwischen Nico Müller rechts und Dries Van Thor links im Bild. Wer macht das? Wer bringt seinen Audi e-tron Vision Gran Turismo als Erster über die Linie? Wer kann sich die ersten 10 Punkte hier in Barcelona holen? Zur Erinnerung, Dries Van Thor ist neu dabei. Der ist der VIP-Fahrer, Gastfahrer, den wir hier sehen aus Belgien. Ab geht's! Nico Müller auf der Außenbahn behält seinen e-tron Vision Gran Turismo in Führung. Der hat momentan 3 Punkte in der Tabelle. Damit finden wir den Schweizer auf der 5. Position. Da kommen heute mindestens 6 dazu oder sogar 10, wenn er sich den Sieg holt. Aber dazu muss er erstmal die 4,6 Kilometer als Schnellster überwinden, hinter sich bringen. Dries Van Thor ist dran. Audi-Pilot startet im WRT. E-tron und setzt sich in Führung, geht vorbei am Schweizer. Belgien vor der Schweiz, aber Nico Müller lässt es nicht abreißen. Bleibt dran und wartet auf seine Chance, aus dem Windschatten raus zugreifen zu können. Aber das ist enorm tricky und schwierig hier in Barcelona. Da muss er schon fast mit einem Fehler von Dries Van Thor rechnen. Leichtes Anklopfen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein tolles Ding, was Dries hier bislang gezeigt hat. Möglicherweise gibt es auch heute wieder einen Sieg des Gastfahrers. Das wäre ja was. Setzt sich da gegen die erfahrenen DTM-Piloten durch. Aber auch Dries Van Thor ist natürlich kein unbeschriebenes Blatt. Ich habe es schon gesagt. Sieg bei den 12 Stunden von Bathurst mit Robin Freins 2018. Sieg bei den 24 Stunden am Nürburgring 2019 mit Kaffer, Stippler und Verwisch. Und auch der Sieg hier beim großen Finale der RCCO Race Home Series. Ganz knapp kommt er als Erster über die Linie. Gratulation, Dries Van Thor. Also schon wieder ein Gaststarter, der hier ganz oben jubilieren darf. You're good at parking at the apex, man. Yeah. Well done, guys. Wow, this was exciting, this super final. The third in a row, really with big, big, big excitement. It was open until the very last meter. It was a photo finish, like we call it. Tom, it was racing at its best, almost clean. I think one little push from Nico in the last, or third or fourth last corner, wasn't it? I think it was racing on a very, very, they both knew what they were doing. And Dries, when he was able to make that slipstream out of turn 3, getting into turn 4, at that point, he had the lead and he was defending very well and making sure that he was not overshooting the apexes where Nico wants to take that extra bit of momentum through the corner. But there was Dries doing extremely well. So I would say over one lap, Dries did a fantastic race. Over 10 laps, it might have to be a different strategy he would have had. But over the one lap, he beat the favorite. What was decisive today for this victory? The race format we have is quite a bit different from what you are used to. Yeah, it was a lot of fun, to be honest. But yeah, I mean, you only have one lap, so I got a toe out of turn 3, like Tom said, and could overtake him going into turn 4. Yeah, and then it was all about defending it and parking the bus in the middle of the corner. I had some touches to the end, but it was all fair and nice. So, yeah,
made a small mistake in the last corner, so it was a nice photo finish at the end. So you gave WRT the first victory in the series. So the first victory for a DTM team comes for the customer team of Audi Sport. Vincent Voss, our good old friend, will be very happy. Frank, you know him very well. So Vincent is following the series very much. So it was good for him today, yeah? Yeah, I think he's very proud. I mean, he's a very nice guy. I know him for a very long time and we were racing together. And what he was doing with his team, I think so now it's probably for 10 years almost. Very, very impressive. And so that's another step, another thing. And his first victory here, I think he will be very happy. Was a fantastic race, very clean, very close. And then in the last sector, there was no chance for Nico to get by unless he took some, he would have taken some unfair things out of the pocket. But I think his warning from the race before made him behave a bit better. So we saw a clean and nice final. And tough racing, that's what we want to see. Nico, how was the super final from your perspective? It was cool. It was a very nice battle with Rhys. I got off the line well, but obviously slipstreaming is also playing a big part here. And he got a good run on me on the exit of three. And I did believe I would have another chance to get by, but he did an extremely good job at parking at the apexes and really making sure that I would not be able to carry the momentum out of the corners. And I made a slight mistake by hitting him at the exit of turn seven. So I had a big gap going onto the back straight into turn 10. And yeah, there the last chance was gone, or as Frankie said, the last fair chance was gone. Everything, every attempt in the last sector, I think would have been committing suicide. So yeah. I'm pretty happy with the photo finish we got. Would have loved to win, obviously, but I think it was a good show. So three races in the books, three different winners, three times a guest driver. Of course, today a little bit different because this time it was a real racing driver taking the first victory here in the Race Home Charity Racing Series. And Robin Freins keeps the lead in the championship. And I think Nico Müller is as well there, as is Mike Rockenfeller, who finished on the podium for a third consecutive time. So the DTM drivers are very, very much here in this championship fighting for the title. Next race is coming as early as next week. So stay tuned, follow us on social media, look for donations. You can get a cockpit in the series. Look on our website and there you get all the information how you can be in a race yourself. Thank you very much, Tom, for joining us today again for this charity program. And Frankie, you as well. See you next week and let's see which racetrack we are racing then.